Hallo Abgehoben, hallo YouTube, ein neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar, ich hatte vorhin schon das Video hochgeladen bezüglich des Voxwell-Pfades, hatte da aber einen Fehler drin und die pfiffige Community hat mich darauf hingewiesen und deswegen habe ich jetzt das komplette Video nochmal neu gedreht, aber quasi mit selber Message, aber wir gehen jetzt mal über die korrekten Zahlen drüber, denn ich habe tatsächlich... Es sind 5 Keys, die wir brauchen und ich habe mit 4 gerechnet. Und ja, ich möchte euch einfach nicht falsche Zahlen präsentieren, deswegen jetzt die richtige Version. Aber ich werde trotzdem das Video nochmal komplett von vorne aufrollen. Solltet ihr Voxel den Pfad machen, solltet ihr den nicht machen, etc. pp. Und zwar, es ist ja mittlerweile wirklich in Mode gekommen, dass nach jeder Fusion noch ein Pfad-Event kommt, wo wir uns dann die entsprechende Seele, meistens ist es eine 5er-Seele, erspielen können. Und... ich für meinen Teil, ich bin jetzt seit vielen Monaten Free-to-Play bei Raid unterwegs und sage mir, ist es eine Seele wert? Denn es gibt viele Helden da draußen, die meiner Meinung nach keine Seele benötigen. Zumindest nicht in dem Content, wo wir diesen Helden spielen werden. Meistens ist es so, Seelen wollen wir entweder bei Damage-Dealern, bei krassen Damage-Dealern oder bei Arena-Helden. Ja, ein Armanz, kann man diskutieren, ob ein Armanz jetzt eine Seele bräuchte. Ich zum Beispiel kann euch verraten, ich habe damals die Fusion natürlich gemacht, Armanz, habe mir die Seele aber nicht geholt, weil ich als Free-to-Play-Spieler eben gar nicht die Ressourcen dafür habe, mir die entsprechende Seele zu holen da natürlich verzichten muss. Wobei ich sagen muss, selbst wenn ich die Ressourcen hätte, würde ich sie da in diesem Fall nicht ausgeben. Denn jetzt ganz speziell, Armanz ist ein Superheld, brauchen wir nicht drüber reden, aber braucht der wirklich die Seele? Braucht der die 75 Genauigkeit mehr? Ja, die sind nett. Aber dafür die Ressourcen reinballern und dann im Umkehrschluss dann vielleicht nächste Fusion steht an oder nächstes Event, wo ein 1+1 gibt, wo es einen sicheren Event, einen sicheren Helden gibt, dann habe ich die Splitter vielleicht nicht mehr. Dafür aber eine Seele für einen Held, wo sich die Seele vielleicht gar nicht lohnt. Deswegen überlege ich auch aktuell ein Video zu machen, wirklich mal drüber, wo wir in den Index drüber gehen und wo ich euch meine Meinung gebe, ob ein Held wirklich von der Seele großartig profitiert. Denn es ist, wie gesagt, sehr eine Nische, wo der Held verwendbar ist. Und bestes Beispiel an der Aktualität ist Voxwell. Denn meiner Meinung nach braucht Voxwell keine Seele. Dieser Held ist ein klassischer Held für den Progress an der Hydra, super. Für Infinity Shield Teams an einem Clan Boss, super. Und so weiter. Ein paar Nischen hat er, wo er richtig, richtig top ist. Nicht falsch verstehen, ist ein super Held. Aber braucht er dafür eine Seele, um zu funktionieren? Nein. Deswegen sage ich, dieses Event ist nicht lohnenswert. Wenn ihr, ich habe das im Video vorhin schon mal erwähnt, trotzdem noch mal, jetzt auch noch mal der Reminder, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich nach einer Fusion, das wird jetzt permanent so sein, dass ein Fahrt-Event danach kommt. Wenn ihr euch unsicher seid, schreibt mal bitte in die Kommentare. Dann mache ich nämlich immer ein Video, wenn so ein Fahrt-Event ist, ob sich die Seele für diesen Held überhaupt lohnt, ob man die Ressourcen dann da reinstecken sollte. Ich gehe gleich noch über den Fahrt jetzt speziell rüber, ob sich das lohnt. Ja, und was ihr vor allen Dingen an Punkte braucht, das ist nämlich nochmal mehr als in meinem letzten Video. Da war es schon enorm viel, jetzt ist es nochmal mehr. Aber das machen wir gleich Schritt für Schritt. Deswegen, Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, soll ich den Pfad noch mitmachen für die Fusion? Lohnt sich das? Braucht der Held die Seele? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wenn ihr euch sicher seid, dann weiß ich, dass die Nachfrage da ist. Und dann mache ich jetzt regelmäßig ein Video nach einer Fusion zu dem jeweiligen Pfad, ob der Held die entsprechende Seele braucht. So, zum eigentlichen Pfad. Er ist wirklich komplex. Er ist so komplex, dass ich sogar wirklich vorhin einen Fehler gemacht habe. Sorry dafür, Leute, wenn ihr das Video vorhin schon gesehen habt. War mein Bad, habe ich einfach übersehen. Irren ist menschlich. Ne, sagt man das so? Irren ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt nochmal die korrekten Zahlen. Erstmal ganz kurz Breakdown. Ihr könnt das Ganze machen, wenn ihr das wirklich wollt. Ich empfehle es euch wirklich nicht. Einmal durch Champion Training, aktuell in der aktuellen Meta. Wir haben erstmal, wollen wir unsere Epics nicht verfüttern, sondern wollen die aufsteigen lassen, empowern, wollen die Fraktionswächter voll machen, etc. pp. Und da tut mir jeder Epic, den ich aktuell verfüttere, weil ich das 4er Hühnchen brauche, ein wenig weh. Deswegen, ja, lassen wir mal außen vor. Und die zweite Möglichkeit, wie wir hier an Punkte bekommen, ist Splitter. Splitter, immer geil. So, ich blende euch jetzt aber mal Raid aus, beziehungsweise ich blende euch mal Photoshop bei mir ein. Ich habe das Ganze jetzt nämlich mal überarbeitet mit den richtigen Zahlen im Hintergrund. Für den Fall, dass hier trotzdem da draußen jemand ist, der diesen Pfad aktuell machen möchte. Ich habe euch mal gegliedert jetzt, korrekt auch gegliedert, wie ihr laufen müsst.
Und zwar solltet ihr mit dem grünen Pfad anfangen. Der grüne Pfad führt runter, hier links runter. Und wenn ihr hier unten bei der 6er, es müsste eine 6er Speed-Glyphe sein. Genau, wenn ihr bei der 6er Speed-Glyphe seid, könnt ihr gleich hier den anderen Schlüssel, die anderen zwei beiden Schlüssel einsammeln. Ihr müsst nicht die rechte Seite runtergehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht auf diese Art und Weise. Aber wenn wir den grünen Punkt Pfad jetzt runterlaufen, brauchen wir schon 23.500 Punkte. Okay, lassen wir mal auf uns wirken. Jetzt war der Fehler, den ich hatte. Wir kriegen hier vier Schlüssel. Ja, in dem grünen Pfad kriegen wir hier unten vier Schlüssel. Das reicht aber nicht, um in der Mitte dann runterzugehen. Wir brauchen noch einen, weil wir brauchen in der Mitte fünf Schlüssel. Das seht ihr hier. Wir brauchen hier einen, zwei und nochmal zwei, also fünf. Also müsst ihr den roten Weg erstmal angehen. Warum den roten? Ist recht simpel. Den roten Weg, ihr bekommt nämlich hier, müsst ihr erstmal einen investieren. Ihr habt vier Schlüssel, investiert einen, dann habt ihr nur noch drei. Aber hier unten, hier gibt es dann die nächsten zwei. Das heißt, ihr habt dann diese fünf. Das heißt, ihr müsst erst den grünen Weg laufen, bis zu diesen beiden, dann den roten Weg und dann diesen ja, türkisfarbenen Weg zu der Fünfer Seele. Und wenn wir uns die Punkte angucken, 23.500 für den grünen, 16.300 für den roten und 47.500 für die Fünfer Seele. Das macht insgesamt Punkte von 87.300 für diese Fünfer Seele. Nicht falsch verstehen, eine Fünfer Seele ist immer gut. Auf jedem Helden bringt die was. Sei es nur durch den Stat-Bonus, Aber overall, wie gesagt, Wixwill in meinen Augen profitiert nicht so krass von dieser Seele. Wenn wir mal reingehen, wir hatten gesagt 87.300 Punkte. Wenn wir uns mal angucken, wir haben 87.300 Punkte durch, wir bekommen 4.500 für einen Heiligen. Dann macht das, wir müssten 20 heilige Splitter öffnen für diese Seele. 20. Plyum, come on. What the fuck? Sorry für meine Ausdrucksweise, aber ja. So, wenn wir das mal mit der anderen rechnen. Wir rechnen mal mit 87.300 und wir sagen, ja, wir haben nur blaue Splitter und bekommen nur 300. Dann sind das 291 blaue Splitter für eine 5er Seele. Plarium, nein. Einfach nur nein. Und deswegen, Leute, meine ganz große Bitte an euch, bitte, alleine um Plarium auch da mal ein bisschen den Mittelfinger zu zeigen, skippt dieses Event. Der Held ist gut, keine Frage, aber er profitiert so gut wie gar nicht, meiner Meinung nach, von einer Seele. Wir hatten gestern wir bei Abgehoben im Clan sogar die Diskussion, da hat da jemand, das war Paddy sogar, eine Dreier-Seele für ihn gezogen, vor ja, einer Woche ungefähr. Und jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, ja, was gebe ich denn überhaupt für einen Segen? Weil für den Einsatzzweck, wo wir ihn jetzt nutzen, Infinity, Clan Boss, vielleicht dann noch Hydra mit Yannicka, mal gucken, ob das genervt wird. Aber okay, nehmen wir mal erstmal mit rein. Was für ein Segen, von welchem Segen profitiert er in dieser Rolle? Von gar keinem. Stattdessen, ja, Grausamkeit kann man eigentlich immer nehmen an der Hydra, ist jetzt nicht verkehrt, auch am Clan Boss. Oder Brimstone in dem Fall. Ich habe ihm dann Brimstone gegeben, aber das sind Goodies, die er eigentlich nicht braucht. Und deswegen das Video jetzt nochmal in der korrekten Form mit den korrekten Zahlen. Ich würde es an eurer Stelle wirklich überspringen und ich sag mir, wir wissen alle nicht, nächste Fusion, gerade wenn ihr Lowspender seid, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, die nächste Fusion kommt garantiert, der nächste garantierte Held kommt garantiert oder vielleicht auch noch andere Events, wo wir vielleicht Splitter brauchen und da ist es mir diese Fünfer-Seele für diesen Helden nicht wert. In dem Sinne, Leute, kurzer Reminder, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch unsicher seid, welcher Held eine Seele braucht, wie gesagt, da kommt demnächst, denke ich mal, ein Video, werde ich drüber machen, welcher Held wirklich eine Seele braucht, welche Helden quasi gar nicht profitieren von der Seele, mal den Stat-Boost außen vorgelassen. Und wenn ihr wollt, dass ich öfter solche Videos mache mit dem Fahrt-Event, ob sich der Fahrt-Event dann lohnt zu dem Helden, zu dem Fusionshelden, schreibt das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Wie gesagt, Leute, bitte skippt dieses Event. Bis dahin, euer Ezi, macht's gut. Tschüss.